Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Und falls nicht, wünsche ich euch von Herzen schnelle und gute Besserung. Ein weiterer Teil, ihr Lieben, meiner neuen Reihe oder noch ziemlich neuen Reihe, wie habe ich das denn jetzt genannt? Make-up-Lotto? Ja, Make-up-Lotto kann man so sagen. Ich hatte ja vorbereitet in einem Beutel, ich glaube, hier sind die Schminkbereiche bzw. Produkte, da habe ich jetzt schon einmal den Primer gezogen und dann kam ja die Mascara und dann jetzt die Lidschattenpalette. Und hier haben wir die Beträge. Nur unterschiedliche Beträge drin von 5 Euro, ich gucke gerade auf meinen Zettel hier, bis sogar 100 Euro einmal. Manche doppeln sich, also auch kleine Beträge sind drin. Es ist halt einfach so Spielerei für mich, ne? Und für euch vielleicht auch interessant, was kauft sie, wenn da wirklich, ja, was war es denn? Ich habe ja jetzt gezogen, ich hatte im September dann gezogen, auch schon für jetzt für den Monat Oktober. Jetzt haben wir noch ziemlich frisch den Oktober, einigermaßen frisch. Aber ich konnte nicht abwarten und ich habe eine Lidschattenpalette gezogen und der Betrag, den die Palette mindestens kosten muss, waren 30 Euro. Ja? Und diese Palette, die habe ich bei Douglas bestellt für, ich glaube, 32 Euro oder sowas. Ne? Jetzt überlege ich gerade, wie gehe ich vor? Ich bin ja noch total nackig im Gesicht. Irgendwie gefällt mir die Kamera nicht ganz so. Warte mal, ich glaube, du musst so. Ja. Ja, Kaffee ist am Start. Ich benutze natürlich zum Beispiel Bobbi Brown, der Lidschattenprimer, war ja sehr hochpreisig, über 40 Euro hier. Aber ich habe einen gefunden, der wird jetzt, also diese Produkte, die ich bisher gezogen habe, innerhalb dieser Themenreihe, die benutze ich natürlich jetzt jedes Mal. Und daran sehen wir jetzt, wie so langsam ein komplettes Make-up entsteht. Hinterher bin ich dann nur noch geschminkt mit den gezogenen Make-up-Lotto-Produkten. So, und hier seht ihr schon, ich zeige es euch erstmal nur so. Es ist die Marke Pupa. Ja, Pupa Milano, also glaube ich italienisch. Make-up Stories Smoky Vibes Compact. So heißt die. Das ist eine 7 Multi-Finish, also 7 Lidschatten. Ich zeige euch noch nicht, die Farben sehen wir dann gleich, wenn ich mich damit schminke. Hier hinten steht drauf, nichts auf Deutsch. Nö. Egal, es sind 7. Es sind, nee, ich glaube, ein Matte oder zwei Matte. Ein Matte, zweimal Satin, dreimal Metal. 3, 4, 5, 6, das passt aber nicht. Ich verstehe es gerade nicht. Egal. Wir haben Matt, Satin Finish und Metallic. Ja. Und die hat tatsächlich über 30 Euro gekostet und stammt wohl dann aus Italien. Ist die 002, steht hier, wen das interessiert. Ja, da gucken wir gleich mal. Das ist die Palette. Das sind, ich sag mal, für 7 Lidschatten. Waren es jetzt wirklich 7? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, für 7 Lidschatten. Über 30 Euro, schon Batzen Geld. Wer von euch kennt denn Milano? Hier steht auch drauf in Italien. Made in Italy. Also ich kannte Pupa, die Marke war mir jetzt unbekannt. Und ich wollte auch dann mal was nehmen, was ich jetzt noch nicht so kenne. Das ist ja auch interessant. So, wir schminken uns und seid gespannt. Und ich ziehe am Ende des Videos für den Monat November dann eine nächste Kategorie, vielleicht ist es dann mal ein Blush oder, also ich habe Full Face Foundation, glaube ich, habe ich sogar auch. Aber jetzt benutze ich natürlich, ich habe leider meinen Concealer vergessen. Egal. Make-up Coach, ihr kennt es schon wahrscheinlich, Zauberpuder. Das kann wirklich zaubern. Also ja, jetzt habe ich natürlich wieder ein bisschen grobmotorisch daneben geschüttet. Ich liebe es im Moment. Ich wollte heute Morgen joggen gehen und normal bin ich immer voll motiviert. Jetzt hatte ich so ein bisschen Bauchkneifen und konnte auch noch nicht so zur Toilette gehen, wie ich wollte. Ich weiß, vielleicht für den einen oder anderen too much information, für mich nicht. Ja, und für mich ist eigentlich schon wichtig, dass ich ja mich einmal entleere vorher. Naja, aber dann habe ich mir gedacht, komm.
Es regnet eh ein bisschen, ne? Ich meine, der Regen, wenn es nur so ein bisschen ist, der macht, der hält mich nicht vom Laufen ab. Morgen, ich glaube, die ganze Woche wird eher bescheiden. So, das Zauberpuder ist im Gesicht und ihr seht, Simsalabim, ich habe eine wundervolle, geschmeidige, porenverfeinernde, glatte Haut. So, und ein bisschen Puder auf dem Tisch. Ja, hat der Tisch auch was davon. Wo habe ich denn meine Tücher? So, ja, so. Dann würde ich wie immer vorgehen, was heißt wie immer? Ich sehe gerade, dann bleiben die Augenbrauen heute mal so. Ich habe mein Augenbrauenpuder vergessen. Was aber, nee, wartet mal, habe ich doch gar nicht, oder? Nee, 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 ich habe ja noch vom letzten Video hier diesen, so einen Aufsteller hier. Da habe ich euch letztens im Live-Video meine neuen Schminkprodukte gezeigt. Das ist von Catrice, so eine, ich glaube, ziemlich alte Palette. Eine Eyebrow-Palette. 020. Ja, macht ihr denn, jemand schrieb letztens, sie möchte das auch mal gerne machen. Einfach mal Zettelchen ziehen und mal gucken, was dabei herumkommt. Ich nehme natürlich die dunklere Farbe. Und könnt ihr euch ja schon mal a little bit ranzoomen. Ja, ich hoffe, es geht vom Licht. Es ist wirklich, wir hatten so ein schönes Wochenende. Wirklich, wir sind mit dem Zug gefahren gestern. Johannes liebt Zugfahren. Immer nur so kurze Strecken, aber das reicht dann auch erstmal, ne? Und ja, so ungefähr sitzt man 20 Minuten, 25 Minuten im Bus, im Zug. Und dann haben wir da, wo wir dann ausgestiegen sind, ein lecker Eis gegessen. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Eisdiele. Es schmeckt einfach wunderbar dort. Und die kennen uns, also vor allem Johannes schon. Johannes betritt halt die Eisdiele mit den Worten Hi. Ne, und alles dreht sich rum, die das mitkriegen. Oder er geht einfach hin. Da saß ein älteres Pärchen, sag ich mal, so um die 70, würde ich schätzen. Und da geht er hin, hält die Hand hin und sagt Hi. Ja, und auch die haben dann wussten, hier, gib mir mal 5. Und haben der grimmigste, sag ich mal, Mensch in dem Geschäft, in der Eisdiele, hatte hinterher ein breites Lächeln im Gesicht. Und ich finde das so wundervoll, wie Johannes das macht. Innerhalb von Sekunden den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert und vielleicht ablenkt. Wisst ihr, wie ich meine? Und das macht er bei uns natürlich auch. Das ist einfach was ganz Wundervolles. Ne? Wer es nicht weiß, mein Sohn hat ja Trisomie 21, ist jetzt in die Schule gekommen. Das meistert er auch mit Bravour, würde ich sagen. Ja, ist wirklich, wirklich so, so schön. Und das war gestern so ein schöner Sonntag. Ne? Einfach, obwohl der eine oder andere vielleicht jetzt sagt, ah, was ist das schon, Zugfahren, Eis essen, das ist was Tolles. Wir sind hinterher durch die Stadt noch, haben Tauben. Ja, Johannes, der möchte die am liebsten, glaube ich, einfangen. Ja, Tauben hinterhergelaufen, Enten gefüttert. Ach, so, da ist so ein schöner Fluss und das Wetter war ja auch gestern noch herrlich. So, ich hatte ja die Bobbi Brown, die Longwear Eye Base. Die finde ich auch gut. Aber ich sage mal so, für das Geld muss die auch was taugen, finde ich. Ich meine, es ist schon, ne? Ich hätte mir im Leben keine Eyeshadow Base gekauft. Das ist schon High-End, finde ich. Ich habe ja nicht so viel High-End. Also der eine oder andere, der mich jetzt zum ersten Mal sieht, der denkt, wieso lacht die jetzt? Ja, gut, ein bisschen was habe ich jetzt tatsächlich durch den lieben Markus, sei ganz lieb gegrüßt, aus Salzburg. Der hat seine High-End-dekorative Kosmetik aufgelöst und hat mir die zukommen lassen, einen Teil, weil er jetzt nur noch ich glaube, nur noch die italienischen Marken sammelt. Der ist nämlich ein Italien-Fan durch und durch. Und ja, jetzt habe ich hatte ja auch jetzt letztens mir noch zwei Alex-Schränke gekauft und jetzt kann ich das auch wenigstens mal ordnungsgemäß wegräumen. So, die ist schön. Die deckt so ein bisschen ab hier von Bobbi Brown. Ist wirklich eine schöne. Ich habe die Farbe Light to Medium. Gibt es wahrscheinlich noch dunklere, ne, weil die ist so ein bisschen getönt, aber das passt. Ich habe noch so ein bisschen Farbe vom Sommer. So. Die Mascara zeige ich euch auch gleich, die ist auch toll. Bisher alles toi toi toi. Mal gucken, was die Lidschatten jetzt machen. Soll ich sie jetzt schon nehmen? Ja, komm her. Wir gucken mal, was.
Pupa Milano, was kann Pupa? Ah, hier hinten seht ihr schon mal jetzt das Farbspektrum. Ja, so. Erst war vielleicht so, aber ihr wisst ja, erstmal die Verpackung. Oh, ja, die ist natürlich, das ist so plastikmäßig hier, Kunststoff. Da sieht man natürlich die Fettdatscha, aber gut. Ja, es ist jetzt da auch keine Palette von Tom Ford oder so. Aber immerhin, ne? Sieben, oh, wir haben eine recht fette Plastikfolie. Oh, ich kann die Lidschattenpalette nicht so weit. Schade. Die geht nur bis, also ja, wir haben einen großen Spiegel, aber ich kann die nur so aufmachen, nicht bis hinten hinklappen. Jetzt wird es schwer, euch die Lidschatten zu zeigen. Die Farben, weil ich die nicht so rumklappen kann. Das sind jetzt die Farben, seht ihr? Wir haben ein Schwarz, ich glaube, das ist matt. Hier so ein schöner Purple-Ton. Ja, man sieht hier Metallic-Farben, ne? So gräuliche Farben. Die haben Namen: Carbon Black, Precious Plum, Grey Dove, Brown Cedar oder Cheddar. Ne, Cheddar ist, glaube ich, Käse, wo? Geschrieben Cedar. Cheddar, da, mein Mann liebt Cheddar-Käse. Brown Cedar oder so. Silver und Pearl White. So. Ich gehe mal in. Ja, Pearl White ist wirklich hier. Schaut mal. Hier. Richtig, richtig toll. Ich glaube, ich fange auch mal mit Pearl White an und setze mir den. Der schimmert richtig. Ich swatche erst mit dem Finger. Okay, vom Gefühl her. Oh ja, nicht übel. Ich wollte gerade sagen, nicht angenehm. Ja, schönes Weiß. Damit fangen wir doch mal an und setzen uns den in den Augeninnenwinkel. Ja, das ist ein Weißton, der mit Glitzerpartikel, aber überhaupt nicht spürbar, ganz soft. Ich finde den zum Beispiel auch, also als Highlighter würde ich den nicht nehmen. Jetzt geht mein Telefon. Einen Moment. So, das war mein Schwiegerpapa, der hatte gerade eine Frage. So, aber ich finde das angenehm. Ist nicht so ein krasses Weiß. Es leuchtet, aber es ist nicht ganz so, zumindest nicht ganz so deckend auch, ne? Das ist irgendwie angenehm. Kann ich mir durchaus auch unterm Augenbrauen vorstellen. Ich mache es auch mal unter den Augenbrauenbogen. Da seht ihr vielleicht jetzt die Partikel. Ja, sehr schön. Oh ja, guckt mal, wenn ich hoffe, man sieht das. Das ist ein toller Glanz. Wenn ich mal mit, also. Auch als ich mit dem Finger eben in dem Weißton, in dem Lidschatten drin war, erstmalig, war das so wie so eine Art weiche, cremige Konsistenz. Also angenehm. Irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Schön. Das gefällt mir erstmal. So, was können wir jetzt machen? Jetzt würde ich mal sagen, ich habe, glaube ich, nur als einzigsten Matten, ich gehe mal in den schwarzen, in Carbon Black und in Brown Cheddar, da war er wieder. Cedar, das ist der bräunliche Ton hier. Cedar und der schwarze. Ja, das sind die Matten. Mist, jetzt habe ich keinen feuchten Lappen hier. Egal, ich bin heute faul. Ich bleib mal sitzen und versuche es mit dem Trockenen. Naja. Ach, mein Akku. Ich hatte noch einen zweiten Akku. Der hat gerade einen Abflug gemacht auf dem Stuhl. Ja, der hält gut hier. Okay. Ich nehme jetzt mit so einem Lidschattenfaltenstift, Pinsel, gehe ich jetzt in diesen hellen Ton, in diesen braunen, matten Ton, in den Käseton, Cheddar. Oh ja, das ist der perfekte Lidfaltenton hier. Also ein schönes. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass der so dunkel rüberkommt, ne? Wenn man jetzt die Farbe hier so sieht im Fännchen. Schön. Gefällt mir für den Tageslook. Ja. Kann ich mir durchaus etwas intensiver noch hier vorstellen. So. Ja. Erster Eindruck. Ja, geht. Kann man machen. Es ist einfach so, wisst ihr, dieses Make-up-Lotto, wo ich jetzt halt dann wirklich, ich mache das ja gerne, dass ich mich überraschen lasse, dass ich mir einfach selber was ausdenke, auch wenn es der ein oder andere kindisch findet. Mein Kanal ist ja hier kein Verkaufskanal oder sonst was. Ich möchte euch unterhalten.
Und ich bin kein Schminkprofi, ich probiere mich da aus. Und wenn ihr Tipps und Tricks für mich habt, dann nehme ich die gerne an oder probiere die aus, wenn ich Bock habe. Und wenn nicht, dann nicht. Aber wir kommunizieren. Es macht einfach so viel Spaß, auch mit euch live zu gehen. Viele von euch waren jetzt schon so oft in meinen Lives und ich erkenne euch halt wieder anhand eures Namens, ne? Wenn ihr den nicht gerade geändert habt oder so, schaut mal. Er lässt sich auch, also diese Farbe, schön verblenden, ohne, also es ist richtig, der war jetzt richtig angenehm. So, jetzt haben wir, ich versuche alle Töne irgendwie unterzukriegen. Ich gehe jetzt mal in den Ton Darf, das ist dieser braune Schimmerton, und in Gray, das ist ein grauer. Schaut mal. Ja. Die sind erstmal jetzt gar nicht so prall. Aua, jetzt habe ich mir fast meinen Musikknochen hier an meinem, bin, ich, nee, meinen Stuhl hier nebenan gestoßen. Ich glaube, was machen wir? Ich glaube, ich gehe mal in Brown Cedar, in diesen etwas, Moment, welchen Pinsel nehme ich? Ja, ich gehe mal hier, die habe ich noch nicht gewaschen, aber ich mache die mal ein bisschen sauber. Dank Markus habe ich auch ziemlich viele High-End-Pinsel jetzt. Dior 21 ist ein Lidschattenpinsel. Da gehe ich jetzt in Darf. Klopf den ein bisschen aus und gib mir den hier vorne hin. Oh ja. Ne, der ist nicht so, dass man den krass sieht. Das ist mehr so ein braun, helles Braun. Hautton fast. Seht ihr das? Aber der hat einen schönen Glanz. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich habe ja noch die Pflaume, die Precious Plum noch nicht getestet. Die möchte ich mir gern so auf die Mitte setzen, glaube ich, heute. Obwohl ich habe ja auch noch den hellen Grauen da. Und den Silberton. Der ist, glaube ich, der mit dem Metallic Finish. Ja, das ist nicht schlecht. Es betont zwar, man sieht es hier, habe ich halt so ein bisschen so Fältchen, so Linien hier vorne. Betont es jetzt ein bisschen, dieses Finish, aber ist noch akzeptabel. Ja, jetzt drehe ich den Pinsel um und gehe mal in. Ich swatche euch mal die Pflaume eben. Plum, das Pfläumchen. Ja, ist schon dunkel, ne? Das hat Wumms. Oh ja. Ne, jetzt gehe ich in den Grauton, in Gray. Und gebe mir den hier auf den Rest von meinem Lid. Und dann sieht man, dass das wirklich ein dezenter, schöner Grauton ist, der auch so leicht glänzt. So ein glänzendes Finish hat. Ne, seht ihr das? Ja, das könnte man jetzt auch so lassen. Muss man jetzt nicht unbedingt noch mehr machen. Außer einen Lidstrich ziehen. Also deshalb finde ich es schön, dass hier so ein. Ach, jetzt war ich in dem Cedar, in dem Shedder-Ton. Natürlich mit dem Schwarzton kann man sich noch schön einen Lidstrich ziehen, wenn man keinen Flüssigliner. Ich mache das ja ganz gerne. Mal mit einem. Ein bisschen abgerutscht hier. So, aber auch hier sieht man vielleicht, es sieht aus. Also es sieht aus. Es ist jetzt nicht, dass es irgendwie mir nicht gefallen würde. Aber jetzt muss die Pflaume dran glauben, glaube ich, oder? Glaube ich. Ich swatch mal den Silberton. Der ist, oh, der ist, ja, der. Oh. Ich hätte es mir fast auf die Nase gemacht. Hui. Ja. Ne? Der knallt. Das habe ich alle geswatcht, ne? Ja. Jo, ich habe den weißen, ich habe den. Jetzt haben wir nur noch halt den Silberton, Schwarz und die Pflaume. Jetzt überlege ich, wo gebe ich mir das Fläumchen denn hin? Ich könnte mir das Fläumchen auch am unteren Wimpernkranz cool vorstellen. Mache ich auch erstmal, glaube ich. Ja, doch, komm. Wir machen uns. Ich habe hier auch noch einen. Tom Ford, ja, auch von Markus. Da gehe ich jetzt in die Pflaume. So ein abgeschrägter Pinsel. Und mal gucken. Ja. Das ist ein schöner dunkler Pflaumenton mit so einem schönen glänzenden Finish. Aber nicht zu. Jetzt habe ich irgendwas im Auge, glaube ich, gerade.
Ich mache mal das bis hier vorne. Ja, sehr schön. Brauche ich auch nicht ausrauchen. Guckt mal. Das gefällt mir. Das ist. Nee, die Pflaume bleibt unterm Auge. So. Ich überlege gerade, wo ich mir diesen Wahnsinns-Silberton. Ich glaube, den nehme ich als Eyetopper. Wahnsinn. Schön. Also ich muss sagen, diese italienische Marke Pupa ist, glaube ich, eine ganz gute Marke. Für das Geld muss die auch ein bisschen was können, finde ich. Schaut mal. Das sieht man. Ja, jetzt Silber. Mach mal den Pinsel sauber. Ich gehe jetzt mal mit dem Lidschattenpinsel in Silver, in diesen Wahnsinnsschimmerton. Und seht ihr, wenn man das mit dem Pinsel macht, sieht man gar nicht so viel. Ne? Ich gehe noch mal rein. Ja. Ich gehe jetzt mal mit dem Finger rein. Definitiv einfach, um zu gucken. Hier habe ich es, ne? Da. Ja, dann kommt mehr ab. Aber auch noch so, dass es, finde ich, natürlich aussieht. Oh ja, das geht. Geh nochmal mit dem Finger. Also der ist schön. Schön so ein Leuchten nochmal auf die Kugel, sag ich mal. Auf die Kugel hier. Oh ja, schön. Passt halt stimmig. Das sind irgendwie stimmig, die Farben. Ne? So leicht braun, Bronze. Gefällt mir. Kann man gut machen mit dem Finger, finde ich. Ne? Doch. Ja, dann nehme ich manchmal eben den Tom Ford Pinsel sauber, gehe ich in Carbon Black, in den schwarzen und guck mal, ob der hier meine Wasserlinie, mein Lidstrich. Oh ja, das geht, das sehe ich schon. Und das finde ich auch schön, dass der jetzt matt ist, weil leuchten und glänzen tue ich ja auf dem Auge, ne? Definitiv. Wir müssen nur aufpassen, dass er mir nicht zu dick wird, der Strich. Ja, wir haben heute Montag. Ich muss gleich noch ein bisschen was einkaufen. Aber ich würde auch es schön finden. Oh ja, das gefällt mir. Wenn ihr dieses Video auch am Montag seht. Ja, wie gesagt, morgen früh denke ich, werde ich laufen gehen. Heute Nachmittag. Mal gucken, was Johannes noch vorhat. Vielleicht auch meine Eltern besuchen. Da waren wir am Wochenende jetzt nicht. Und ein bis zweimal in der Woche sind wir dann auch bei meinen Eltern natürlich. Da will er auch immer hin. Ne, da ist ja auch meine Schwester, die wohnt da. Da spielt er so gerne mit seiner Tante Anne. Also, das ist ein sehr, sehr schönes Schwarz, wo man gar nicht so oft jetzt reingehen muss. Ich hoffe, ihr seht das. Einfach auftupfen und fertig. Also, ich habe euch alle Farben jetzt habe ich benutzt. So sieht das aus. Und ich finde, kann sich sehen lassen. Hättet ihr es anders gemacht? Lasst es mich wissen. Eine italienische Marke, die ich vorher nicht kannte. Diese Folie, naja, komm, ich mache sie noch mal rein, aber generell gehen die irgendwann im Laufe der Wochen und Monate flöten, diese Folien. Aber Pupa, schreibt mir mal, ob ihr Pupa kennt. So, jetzt machen wir auch mal die Mascara direkt. Hab mich irgendwie ein bisschen angemalt. Ja. Prost. Wer das nicht gesehen hat letzten Monat, ich hatte als Mascara mir ausgesucht die Dolce & Gabbana Everfull XL Mascara. Das ist die, die man auch auffüllen kann. Also da kann man, weil die sieht schon sehr edel aus und die hat hier so ein Herz und das ist eine wiederaufladbare, sag ich mal. Das heißt, die Bürste behaltet ihr und ihr könnt wohl, ich habe noch nicht danach geguckt, so habe ich es halt verstanden, ihr könnt das Unterteil nachkaufen. Und ich habe die Mascara, ich zeige es euch nochmal, die ist so in sich so gedreht, wie so ein Tannenbäumchen. Aber die kann was. Also die macht ein sehr schönes Volumen, die trennt schön, verklebt meine Wimper nicht. Je nachdem, sorry, wie man sie anwendet,
Ich versuche immer hier am Anfang, am Wurzelanfang so hoch zu biegen, so ein bisschen zu warten, dass man das da verdichtet, ne? Und dann so ein bisschen drehen vielleicht. Ich habe es ja jetzt auch noch nicht so häufig verwendet. Manchmal hängt mir ein bisschen zu viel Produkt an einem Härchen. Dann versuche ich dann nochmal so drüber zu gehen. Jetzt geht es. Ja. Oft ist es ja auch so, dass man eine Mascara erst einfahren muss, ne? Habe ich auch schon oft gehört. Aber dadurch, dass sie nicht so breit ist und die Spitze vorne spitz zuläuft, dünner wird, ist das eigentlich das Tuschen wirklich ein Kinderspiel. Guckt mal. Mit wenigen Handgriffen sieht man doch deutlich jetzt ein Ergebnis. Ich bin ja auch eine Untenrum-Tuscherin. Also nee, mir gefallen die Lidschatten. Es ist jetzt nicht so spektakulär, ne? Ich hatte dann auch geguckt. Ich habe ja gesagt, mal, ich denke, ich werde bei dieser Douglas und Amazon und vielleicht bei Notino bleiben, dass ich da dann gucke. Ne? Die Preise ändern sich ja auch immer wieder mal. Dann gibt es was im Sale, ne? Aber generell muss ich natürlich in meinem Preisschema bleiben. Ich bin gespannt, was ich gleich ziehe. Ist auch für mich immer wieder aufregend. Vielleicht ziehe ich ja Highlighter. Ich habe auch einen Joker. Ne? Einmal 100 €, die sind noch offen. Vielleicht streiche ich mal die anderen Beträge. Was ich doppelt habe, ist die 15 € habe ich zweimal, die 25 und die 30. Ja, also ich habe aber auch 5 €. Ich weiß ja, die 5 € sind auch noch offen. So, untenrum. Nur einmal reingehen hier. Ja, also untenrum tusche ich auch immer so ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, sonst fehlt mir einfach was. Ich weiß nicht, jeder tuscht untenrum. Aber ich finde, für einmal aufgetragen, ich kann ja jetzt hier nochmal drüber gehen. Ja. Ah, das ist schon. Man muss es nicht haben. Also ich bin da ehrlich, ich brauche jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir mal wieder diesen Refill also kaufe. Ich gucke mal, wenn die Mascara leer ist, was ich mache. Ich habe so viele Mascaren. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, meine Alex-Schränke, meine Schminksammlung neu einsortiert. Und ja, dabei ist mir erstmal aufgefallen, wie viele Mascaren ich besitze. So, ihr Lieben, das reicht mir für heute, für den Tageslook. Jo. Sieht natürlich auch schön aus. Wem das wichtig ist, mir ist jetzt das Aussehen einer Mascara nicht so wichtig. Hauptsache, sie funktioniert gut. Aber natürlich, oh, regnet ein bisschen heftiger gerade. So, ihr Lieben, ich bleibe heute so. Ich finde das schön, dieses Zusammenspiel von ein bisschen matt. Und hier dieses glänzende und dieses ein bisschen dieser Topper dann in der Augenmitte gefällt mir sehr, sehr gut. Ihr könnt mir eure Meinung schreiben. Heute habe ich mich mal für einen Blush entschieden. Kennt ihr das noch? Das ist sehr schön aufgemacht. Das ist eine uralte Limited Edition von Catrice, die Retro Perspektive. Ein Retro Rosiness, wie nennt sich der? Silky Soft Multicolor Puder Blush. Riecht noch gut. So, ich mache mal mit dem Finger erstmal, swatche ich euch. Es kommt natürlich drauf an, ne? Es ist ein ganz, ja, wie, wo ist denn mein? Ich benutze ja im Moment sehr gerne bei Make-up Coach gibt es ja diese Blink-Blink-Pinsel im Moment. Und da bin ich ja, passt auch farblich wieder sehr gut. Heute verzichte ich auf Bronzer. Im Moment ist mir nicht so nach Bronzer. Aber guckt mal. Oh ja. Der Pinsel ist echt schön. Damit macht das so richtig Freude. Der liegt auch richtig schön in der Hand. Sehr, sehr schön. Ich glaube, da brauche ich noch ein Backup von. Braucht man vom Pinsel ein Backup? Habt ihr von Pinseln Backups? Ziehen wir das mal jetzt hier bewusst etwas höher. Ich glaube, so einen richtigen Highlighter spare ich mir heute, oder? Ja. Ich gucke gerade, was ich hier noch habe. Aber nö, ich bin ja jetzt eigentlich auch heute erstmal fertig. Heute erstmal fertig. Ja. Was ich noch machen könnte, ist, ich habe mir mal von der Marke Love, L.O., schade, die haben sie damals ja rausgenommen bei uns aus dem DM. Ich finde, es ist eine tolle Marke auch.
die hätten sie eher drin lassen dürfen. Also jetzt haben sie ja im Rossmann zum Beispiel Make-up Revolution rausgemacht und dafür Elf rein. Das spricht mich nicht so an, diese Marke. Das ist Fail oder File of Nude, die 120. Ich weiß jetzt nicht, ihr wisst ja, mein heiliger Gral ist auf der Wasserlinie der Natural Glaze von Max Factor in die 090. Ah, der ist schon intensiv hier. Der hält wirklich fast den ganzen Tag bei mir. Und ich weiß nicht mehr, wie das bei dem hier ist. Ich glaube, der hält nicht ganz so lang. Naja, aber ich mag das manchmal so am Tag. Öffnet noch mal ein bisschen das Auge. Und ja, so werde ich jetzt gleich einkaufen fahren. Ich bin auch am Überlegen, wie viel Uhr haben wir denn? Ach, hab doch nur Uhr um. Schon glänzend, wow. 20 vor 11, ja. Ich glaube, ich fahre erst einkaufen, dann bearbeite ich das Video. Ja, wäre schön. Also ihr seht es jetzt, ne? Wie gefällt euch das? Ich finde es ganz schön. Mir gefällt heute mein Look. Ach so, ich bin auch. Jetzt kommt natürlich das Wichtigste. Jetzt haben wir natürlich die zwei Beutelchen. Ich glaube, ich vergesse das immer. Ich glaube, hier habe ich die Geldbeträge. Ich ziehe erst aus dem grünen Beutel. Ich gucke zu euch. Ich meine, die habe ich eh gefaltet. Und oh, ist das ein Wetter. Es regnet ganz schön. Ich ziehe jetzt einen Schminkbereich quasi. Also ein Produkt. So, einen habe ich. Wenn dann alles fertig ist hinterher, dann bin ich echt mal gespannt. Und dann rechnen wir mal zusammen. Augenbrauenpuder. Oh mein Gott. Ein Augenbrauenpuder. Das liebe ich ja. Ihr wisst ja, ich habe ja... Was habe ich denn heute verwendet? Ach, das von Catrice. Augenbrauenpuder. Ich hoffe, es kommen jetzt nicht die 100 Euro. Das wäre sehr utopisch. Dann würde ich neu ziehen. Das ist ein Augenbrauenpuder, vielleicht im High-End-Bereich. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Augenbrauenpuder im November. Ja, was wird das? Wie teuer muss er mindestens sein? Oh Gott, hoffe. Oder wenn jetzt der Joker kommt, kann ich es mir aussuchen. Dann ist piep egal. 60 Euro. Ich glaube, das packe ich mal wieder zurück. Das ist, nein. Das finde ich, auch wenn es da einen gibt, das finde ich, nee, lasse ich mal raus, weil das ist utopisch. 60 Euro für ein Augenbrauenpuder. Hinterher taucht es nichts. So, nächste. Die habe ich jetzt mal rausgelassen. Ich hoffe, ihr könnt, verzeiht mir das, aber, nee. 100 Euro, aber dann seht ihr mal, es ist wirklich auch das drin, wovon ich spreche. Lasse ich jetzt auch mal raus. So, alle guten Dinge sind rein. Augenbrauenpuder für 100 Euro. Never. So, was haben wir jetzt? Jetzt den Joker vielleicht. Ich glaube, Augenbrauenpuder für 25 Euro. Sieht man das? Das kriegen wir, glaube ich, hin. Ich weiß es nicht. 100 Euro, 60 Euro. Ich glaube, das wäre jetzt Quatsch. Augenbrauenpuder ist halt, ne, ist halt nur ein Puder. Ja, vielleicht gibt es solche Puder, so High-End-Puder für, weiß ich nicht, die tacker ich da gleich wieder mit einer Büroklammer zusammen. Augenbrauenpuder, mindestens 5, es kann auch sein, wenn es jetzt 27 Euro kostet, ist das auch okay, sollte aber nicht mehr in 5er-Euro-Schritten, rechne ich immer so, ne? Genau, weil das hier von Catrice, das Augenbrauenpuder liegt wahrscheinlich preislich bei 3, 4 Euro. Aber jetzt muss es eins für 25, da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt, ihr Lieben. Wahnsinn, Augenbrauenpuder. Habt ihr ein Augenbrauenpuder für mehr oder für 25 Euro, dann schreibt mir das gerne. Ich gucke mich gerade hier nochmal meinen Spiegel an, in meinem Display. Ich finde das schön, was ich sehe. Vielleicht habe ich ein bisschen wieder hier übertrieben mit Blush, aber dafür, dass ich auch blasser werde und, oh ja, ich habe ein bisschen Fallout. Oh ja, das sehe ich jetzt gerade erst. Also, ich habe aber auch nicht, oh ja, oh, ich habe nicht gut ausgeschlagen den eben, das ist, glaube ich, als ich mir hier mit Schwarz, naja gut, da muss ich vielleicht gleich nochmal, hier ist ein bisschen viel. Okay, sehen wir mal drüber weg, habe ich jetzt gerade erst gesehen, kann ja auch mit den Fingern machen, dann mache ich gleich noch ein bisschen. Oh, jetzt sehe ich, guck mal hier, das ist das Schwarz. Also man muss, ist gut pigmentiert, ausschlagen den Pinsel. Jetzt habe ich hier eine, meine Güte, Nadine. Aber wisst ihr, hier geht es eigentlich. Das lasse ich trotzdem drin, weil das ist ja gerade das Schöne. Das geht ja nicht nur mir so. Jetzt nehme ich nochmal das Puder vom Make-up Coach und tupfe hier so ein bisschen die angelullerte Stelle. So,
Die angelullerte Stelle. Ne? Kann passieren. Also, aber ich muss sagen, die Lidschattenpalette gefällt mir. Also, ich hätte mir wahrscheinlich, hätte ich jetzt nicht diese Make-up-Challenge am Laufen, hätte ich wahrscheinlich mir nicht gekauft für das Geld. Bin ich ehrlich. Dafür hat sie mich dann erst, aber ich dachte mir, komm, dafür ist diese Challenge, um zu gucken, auch nach, vielleicht gerade nach Marken, die man nicht so kennt und denen man dann auch mal eine Chance geben möchte. So, ihr Lieben, jetzt sieht es wieder ein bisschen besser aus unter meinen Augen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Schreibt ihr mir mal, wie findet ihr das? Ich hoffe, ich habe euch gut unterhalten. Sorry, ich muss immer, glaube ich, Schluck auf. Prost darauf, einen Schluck Wasser. Ja, ich finde es einfach schön, dass ihr da seid, dass ihr auch im Live immer so schön dabei seid. Wie, wirklich, gestern, das war wieder, das war so schön, hat mir so viel Freude bereitet. Dafür nochmal ein dickes Dankeschön. Und vielleicht, wenn du mir gerade das erste Mal hier zuschaust, vielleicht hast du Bock, mich zu abonnieren, kostet auch nichts. Bei mir ist alles kostenlos. Klar, du darfst gerne kommentieren oder mir ein Däumchen da lassen. Und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann verpasst du kein Video, hoffe ich doch mal. Ja. Okay, ihr Lieben, also ich hoffe, ihr schaltet im nächsten Video wieder mit ein und bis dahin bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.